Saarländischer Rundfunk, Europawelle Saar. Achtung bitte. Urlaub mit Musik, Europawelle Saar. 50 Jahre später heißt die Europawelle Saar zwar SR1, auf dem Saarbrücker Hallberg sind wir aber immer noch. Herzlich willkommen zu einem neuen Sellemolz. Diesmal mit einer Reise durch unsere SR-Radiogeschichte. Denn das Radio hat Geburtstag. Es wird dieses Jahr 100. Radio, das ist ja bunt. Fast so bunt wie die Bluse von Elke Herrmann eben. Wobei, wir fangen jetzt erstmal schwarz-weiß an und springen zurück in die frühen 60er, als wir aus der Wartburg in der Saarbrücker Innenstadt aus und hier auf dem Saarbrücker Hallberg eingezogen sind. Über 500 Menschen fahren oder gehen täglich über diese Straße und diesen Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Etwas außerhalb liegt für manche die Stelle, aber dafür hat sie den Charakter der Abgeschiedenheit und macht es dem Einzelnen möglich, abseits vom hektischen Alltagsgetriebe tätig zu sein. Und was wäre eine bessere Voraussetzung für die Anlage eines Senders, wie hier die Umgebung des neu erstellten saarländischen Rundfunks oben auf dem Hallberg? Bagger, Schürfraupen und Presslufthämmer rissen die Erde auf und bohrten sich in die Fundamentgruben der zukünftigen Gebäude. In langgestreckten, zwei- bis dreistöckigen Neubauten sollte im Pavillonsystem, in Einbeziehung mit der geschlossenen Bauweise, eine glückliche und moderne Lösung gefunden werden. Der Sendekomplex sollte möglichst zentral neben den Versorgungsanlagen für die eigentlichen Rundfunkzwecke liegen. Seit dem ersten Spatenstich für das Projekt sind inzwischen 1 Jahr und 11 Monate vergangen. Am 4. September 1961 wurde das neue Funkhaus auf dem Hallberg dann in Betrieb genommen. Natürlich dauert es noch etwas bis zur Fertigstellung der Gesamtanlage. So muss zurzeit noch das Planungs- und Produktionsprogramm des saarländischen Fernsehens von diesem kleinen Komplex aus gesteuert werden. Aber das eigentliche Funkhaus steht. Nur die großen Fernsehstudios müssen noch wachsen. Bis dahin behelfen sich die Fernsehleute auch mit den sogenannten E-Studios, in denen später die Werkstätten eingerichtet werden. Jahresrückblick und Vorschau. Für die Menschen auf dem Hallberg ist es ein Ereignis, das eng verknüpft ist mit ihrer Arbeit. Eine Arbeit, die sie jeden Tag ein Stück weiterbringt. Weiter in der Entwicklung des Bauwerks und in dem Bestreben auf eine gute Produktion für ihr Programm und ihre Sendung. Große Versprechungen. Radio war verheißungsvoll, so wie es neue Technik ja meistens ist. In Deutschland begann die Geschichte des Radios 1923 mit der ersten Übertragung in Berlin. Damals noch mit Technik wie dieser. Sah alles noch ein bisschen aus wie aus Frankensteins Keller. Hier im Saarland hatten wir die Anfänge des Radios ein bisschen verschlafen. Hier ging es erst Mitte der 30er Jahre los mit dem Reichssender Saarbrücken. Nachdem der mit dem Kriegsende 1945 untergegangen war, entstand ein gutes Jahr später Radio Saarbrücken, der Vorläufer der SR-Radioprogramme. Später, 1964, ist dann Europawelle Saar richtig durchgestartet. Europaweit und war über Jahre das Aushängeschild des SR. Mit den Stimmen und Gesichtern wie dem Dieter, dem Thomas, dem Heck. Sie hören Nachrichten von der Europawelle Saar. New York. Die nächste UNO-Vollversammlung, die nach den gegenwärtigen Plänen am 17. September zusammentreten soll, wird... Anfang 1964 hörte man das erste Mal Nachrichten von der Europawelle Saar vom saarländischen Rundfunk. Über den Mittelwellensender Heusweiler mit der für die Bundesrepublik bemerkenswerten Leistung von 400 Kilowatt hören nahezu 3 Millionen Zuhörer pro Woche im In- und Ausland Nachrichten und Musik. Hörerpost aus allen Bundesländern, aus Mitteldeutschland und mehr als 20 europäischen Ländern beweisen die Popularität der Europawelle.
Die Europawelle wurde, so sagen Jugendzeitschriften, zum heißesten Sender der Bundesrepublik. Ein Sendetyp, der zum Erfolg beitrug: Disc-Jockeys mit Schlagerstars im Studio, Schlagzeilen in Zeitungen. Eine der erfolgreichsten Sendungen: Die deutsche Schlagerparade am Mikrofon, wie immer, ihr Dieter Thomas Heck. Nun, Freunde, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Wie sieht es aus? Wer ist zurzeit Spitzenhit? Das ist die große Frage an jedem Samstag um 16.05 Uhr auf der Europawelle Saaren. Beginnen wir mit dem 10. Platz und damit Start Nummer 1. Er bekam ganz genau 7,7%, das heißt genau gesehen vom Schallplattenfachhandel und errechnet durch Ihre Postkarten Erik Silvester und Susanna. Und in ganz Europa hören Sie eine Sendung, die sich besonders an Autofahrer richtet. Sie hören die Europawelle Saar. Auf allen Straßen mit Musik unterwegs. Am Mikrofon Paul Güth, Otto Deppel und Martin Arnholz. Guten Tag, meine Damen und Herren. In unserer Sendung Auf allen Straßen mit Musik unterwegs bringen wir Ihnen aktuelle Meldungen für Autofahrer, Reisetipps, Interviews und Reportagen. Wir informieren Sie über Stauungen und Umleitungen auf den Autobahnen und geben Ihnen Hinweise über interessante Reiserouten. Und dazu hören Sie den europäischen Reisewetterbericht. Ohne Technik kein Programm. Die Leute im Hintergrund. Saarländischer Rundfunk. Saarländischer Rundfunk. Hier ist Saarbrücken Schaltraum. Hier Saarbrücken Schaltraum. Hallo Paris. Paris, bitte melden. Hallo, hier Saarbrücken Schaltraum. Paris, bitte melden. Achtung. Musik und Sport. Guten Tag, meine Damen und Herren. Der Sport auf der Europawelle des Saarländischen Rundfunks meldet sich heute von der Tour de France. Wir rufen unseren Reporter Werner Zimmer. Man darf jetzt schon sagen, dass es keinen neuen Träger des gelben Trikots geben wird, dass der Elsässer, der gestern den Sprint gewonnen hatte, das Zeitfahren auch jetzt wieder vorne liegt mit einer Radlänge. Doch ist der erste Stelle. Die Reporter der Europawelle sind dabei, in Frankreich und in anderen europäischen Ländern. Sie berichten direkt oder in Sonderaufzeichnungen. Der frische Zug in der Unterhaltung und die Information bestimmen das SR-Programm. Die jungen Leute heute können sich auf der Europawelle Saar auch heute wieder als Reporter, als Interviewer betätigen. Saarländischer Rundfunk, kleinen Moment, wenn ich verbinde. Rufen Sie uns an unter der Nummer 60 22 22 in Saarbrücken. Die Vorwahl ist 0681. Unser Gast in der Reihe Hörerfragen, prominente Antworten, Dr. Peter Schollatour, wird Ihnen auf alle Ihre Fragen über die Europawelle Saar direkt antworten. Und ich rufe jetzt in Bonn Dr. Peter Schollatour. Das ist Klaus Groth von der Europawelle. Hier einmal in der Küche. Kennen Sie seine Kochrezepte? Oh. Ja, und die probiere ich natürlich selber aus. Natürlich hören können Sie diese Rezepte auch jeden Morgen zwischen 9.35 Uhr und 11 Uhr in der Sendung 90 bunte Funkminuten. Was er an Kalorien über den Sender verkauft, trainiert er morgens beim Frühsport im Hörfunk ab. Unter uns, haben Sie seine Rezepte schon mal probiert? Kultur natürlich. Kultur aktuell, das Kulturmagazin des Saarländischen Rundfunks auf der Europawelle Saar. Am Mikrofon Gernot Rauer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst ein Blick auf unser heutiges Programm. Die Schüler proben den Aufstand. Wir berichten von einem Schulstreik in Bad Hersfeld. Fliegendes Laboratorium in der Erprobung. Wir telefonieren mit dem Projektleiter des deutschen Forschungssatelliten Azur. Echter Michelangelo in der Rumpelkammer eines Klosters entdeckt. Über den sensationellen Fund informieren Sie der Chefrestaurator des Vatikans. Außerdem erwarten wir als Gäste im Studio Berlin den Schriftsteller Günter Grass und im Studio Salzburg die Sopranistin Grace Bumbry. Dazu natürlich wie immer die neuesten Nachrichten aus den Fernschreibern und viel Musik zu Ihrer Unterhaltung. Hey Soul, das ist Musik für Nachtmenschen auf der Europawelle Saar des Saarländischen Rundfunks und der uns angeschlossenen Studiowelle am Mikrofon und Plattenteller Erich Werbi. Und das ist Ray Charles.
Heute ist mein Kollege Michael Friemel ja bekannt wie ihr bunter Hund im Saarland. Lange vor ihm waren das andere. Fritz und Gerti Weißenbach zum Beispiel. Ihre Leselampe, die haben wir noch hier und natürlich Originalaufnahmen von damals. Auch von anderen Größen der goldenen Jahre des Radios. Mahlzeit. Wir haben aber nun rausgesucht, ein paar, die in Gedichtform geschrieben wurden. Und mein gutes Stück hier wird nun das erste vorlesen. Das kommt von Herrn Franz Braun aus Hülsweiler Saar. Er wohnt in der Hauptstraße 3 und er schreibt Der Lenz des Lebens zu diesem eben besprochenen Thema. So gesehen haben ihn wohl die wenigsten, gehört aber Hunderttausende. Jahrelang jeden Morgen zwischen 11 und 12 zusammen mit Ehefrau Gerti auf der Europawelle. Fast 7000 Mal hatten sie da allerhand für Stadt und Land auf Lager, eine Sendung, die zum unverwechselbaren Markenzeichen für die Weißenbachs wurde. Ja, und damit wäre der Fragen heute genug. Wer viel fragt, der wird auch klug. Ist der Band der klügsten einer? Dann ist er so wie meiner. 27. Juli 1978. Der letzte Sketch mit Fritz Weißenbach geht über den Sender. Mit ihm geht ein Stück saarländischer Rundfunkgeschichte zu Ende. Hallo Sven, Wunschkonzert für junge Hörer auf der Europawelle Saar. Guten Abend, liebe Teenager, guten Abend, liebe Twens. Am Mikrofon wieder Manfred Sechsauer und heute spielen wir in Hallo Sven Oldtimer. Hallo Sven war ja natürlich die Paradesendung oder meine Paradesendung beim Saarländischen Rundfunk, weil sie etwas ganz Neues beinhaltete, nämlich englische Beatmusik. Da kommt man morgens ins Büro und schon empfängt einem die Sekretärin mit Manfred, die Post. Hallo, Herr Sechsauer. Oh, hallo Sven. Ja, Entschuldigung, sieht ein bisschen wild aus hier bei mir, nicht? Aber so sieht das eben mal aus, wenn man eine Beat-Sendung zusammenstellt. Na, wie gefällt es Ihnen hier in unserem Beat-Hauptquartier auf der Europawelle? Ja, ich bin gerade dabei, Freunde, eine neue Sendung zusammenzustellen. Die Kings haben einen neuen Hit wieder gemacht. Sie haben es bitter nötig, sie brauchen ihn. Wollen wir ein bisschen reinhören? Ja? Okay, Sekunde. Days heißt er übrigens, ja, und wie er klingt, können wir uns ja mal zusammen anhören, nicht? Da ist er. Thank you for the day. Wer kennt ihn nicht? Ferdi Welter. Frühmorgens. Nun, meine lieben Hörer, Sie haben den Herrn Krähen gehört. Sie wissen, mit wem Sie verbunden sind. Hier ist der Saarländische Rundfunk, die Europawelle Saar. Und mit dem zweiten Teil unserer Sendung, Guten Morgen, liebe Hörer, begrüßen wir Sie recht herzlich aus Saarbrücken. Was Sie interessiert, natürlich zuerst die Uhrzeit. Es war eben 6.05 Uhr, inzwischen 6 Uhr und 6 Minuten geworden. Fast jeder Saarländer hat ihn schon einmal gehört oder gesehen. Auf der Bühne sah man ihn in der Operette und im Schauspiel. Seine warme, dunkle Stimme klang jeden Morgen im Radio. Fast 40 Jahre lang gestaltete er die Frühsendung Guten Morgen, liebe Hörer. Bereits vor dem Krieg von 1936 bis 1939 begrüßte er die Hörer des Saarbrücker Senders mit Froh und Frisch zum Frühstückstisch. Nicht nur als Unterhaltungssprecher war er bekannt, in erster Linie war er Schauspieler. Wegen seines mimischen Talentes bewunderten ihn schon seine Mitschüler am Saarbrücker Ludwigsgymnasium. Ferdi Welter wurde am 19. Dezember 1903 in Saarbrücken geboren. Heute, vor 10 Jahren, starb er kurz nach Vollendung seines 70. Geburtstags. Fröhlichkeit für jedes Herz. Wir müssen leider Abschied nehmen. Oh je, es ist 6 Minuten vor 7 geworden. 6 vor 7. Leben Sie wohl, einen schönen Tag. Also allen, die uns zugehört haben, dem Saarländischen Rundfunk, der Europawelle Saar. Und wir freuen uns alle auf ein Wiederhören morgen früh um 6.05 Uhr, besonders ihr, Ferdi Welter. Wir sind auch gekennzeichnet als Sendung, die bunt ist, daher heißen sie bunte Funkminuten. In Wirklichkeit hat er viele Gesichter, dieser Peter Maronde. Vielleicht kommt er gerade deswegen bei seinen Hörern als Mensch an. Die bunten Funkminuten, das ist seine Sendung. SR3 Saarlandwelle, bunte Funkminuten. Ein unterhaltsames Service-Magazin soll es sein, nicht nur eine Hausfrauensendung.
Einkaufstipps gehören dazu, die Tierecke, die Elternschule, der Handwerkerstammtisch und der traditionelle Aufmacherwitz. Und die Tochter, die erst ein halbes Jahr verheiratet ist, ruft ihre Mutter an und schluchzt ins Telefon. Mama, du Mama, ich will mich von ihm scheiden lassen. Das ist die Mutter, aber Kind, wieso? Du bist doch erst ein halbes Jahr mit ihm verheiratet. Nein, ich halte das nicht mehr aus. Jeden Abend liest er im Bett die Zeitung. Da dachte, du Kind, das ist doch kein Grund, nur weil er die Zeitung liest. Nein, aber er liest nur die Heiratsanzeigen. Dem hohen Stellenwert des Vereinslebens im Saarland trägt Maronde mit seiner Sendung Rechnung. Bei zahllosen Vereinen war er bereits zu Gast. Wenn er die Hörer vor Ort aufsucht, fühlt er sich als Nase der Saarlandwelle. Und für Überraschungen ist er eh immer gut. Einen Karnevalsschlager hat er auch schon produziert. Wann es Liss mit der Schniss in der Batschrinfalt, eido jo Matze, eido jo Matze. Wann es Liss mit der Schniss in der Batschrinfalt, eido jo Matze, der ganze Tag. Heute senden wir von hier aus Göttelborn in UKW. Vor 50 Jahren war die Mittelwelle das heiße Ding. Gesendet haben wir da aus Heusweiler. Und zwar mit so viel Wumms, dass die Europawelle Saar bis nach Brüssel und Zürich zu hören war. Nachts sogar noch weiter bis nach Moskau. Apropos Wumms, die Heusweiler Sendemasten, die sind Geschichte. 2018 wurden sie gesprengt. Wer aber davor in der Nähe gewohnt hat, für den war das nicht ohne Nebenwirkungen. Vor wenigen Monaten hat der Saarländische Rundfunk den Sender der Europawelle Saar auf das Dreifache der bisherigen Sendestärke erhöht. Anstelle von 400 Kilowatt strahlen jetzt die beiden Masten des Senders Heusweiler bei Saarbrücken zweimal 600 Kilowatt, also zusammen 1200 Kilowatt, in den Äther. Als Nebenprodukt der 1200 Kilowatt des Senders gehen stündlich 400.000 Wärmeeinheiten kostenlos an das nur wenige Schritte vom Sender erbaute Schwimmbad mit drei Freiluftbecken und einem Hallenbad. Allerdings hat das Bad nicht nur Vorteile von der Nachbarschaft. Alle Eisenteile müssen geerdet werden und die Uhren des Bades haben lange Zeit stillgestanden, denn die abgestrahlte Energie des Senders bringt erhebliche Aufladungen in der Umgebung mit sich. Dieser Kran, 200 Meter vom Sender entfernt, nimmt so viel Energie auf, dass besondere Schutzmaßnahmen erforderlich sind, nachdem sich Arbeiter beim Anfassen des Hakens Verbrennungen zugezogen haben. Hier musste ein Isolator eingebaut werden. Man kann sogar eine Lampe an dem Eisenteil des Krans zum Leuchten bringen. Beinahe tragisch hätte ein anderer Fall geendet, etwa 6 Kilometer vom Sender entfernt. Ein Arbeiter, der einen neuen Blitzableiter an einem Kamin befestigen wollte und dabei auch den alten Blitzableiter berührte, erlitt Verbrennungen durch Stromentladungen und fast hätte man ein Todesopfer zu beklagen gehabt. Für die Bewohner anliegender Häuser und weit darüber hinaus ergeben sich noch andere, weniger furchterregende Erscheinungen. So kann Manfred Zwehr in seinem Haus in Heusweiler aus der Dachrinne, die wie eine Antenne wirkt, das Programm der Europawelle empfangen. Auch Gegensprechanlagen in den Geschäfts- und Privathäusern bringen das Saarbrücker Rundfunkprogramm ausgezeichnet. Krämer tut es der Plattenspieler auch ohne Platte. Sie ist sozusagen Schwarzhörerin wider Willen. Schließlich wird ja der elektrische Strom über Außenkabel und Dachständer seit alters her in die Häuser geleitet. Und wer könnte es da der elektrischen Sendeenergie übel nehmen, wenn sie gewissermaßen einen solchen Ständer nicht von einer Hochantenne unterscheiden kann? Da sind dann besondere Abschirmungsmaßnahmen nötig, wie bei Dr. Saars hochmoderner Röntgenanlage, deren Schirmbild trotz aller Bemühungen der Techniker noch stark gestört ist.
Eine kuriose Übertragung der Sendewellen konnten wir allerdings in Kutzhof, 6 Kilometer vom Sender entfernt, feststellen. Dort spielte der Topfdeckel von Frau Puffey, wenn sie ihn über Herdplatte und Kühlschrankrand legt, das Programm der Europawelle ohne irgendwelche Verstärker, allein durch die Potentialdifferenz. Rundfunkgebühren braucht Frau Puffey allerdings dafür nicht zu zahlen. Anlieger und Bewohner der umliegenden Gemeinden haben sich mit der unangenehmen, manchmal heiteren, oft kostspieligen Nachbarschaft abgefunden. Sie müssen eben mit dem Sender leben. In den 80ern hat der Platzhirsch Europawelle Saar dann hausinterne Konkurrenz bekommen. Auf 95,5 die Saarlandwelle. Heute verteilen wir über dieses Sendergestell, man kann es auch Kaste nennen, das Signal in die ganze Welt. Wir nehmen Sie jetzt mit zur Geburtsstunde der Saarlandwelle. 6:05 SR3 Saarlandwelle, der Funkkalender. Am Mikrofon Roland Müller. Keine außergewöhnliche Zeit im Hörfunkstudio des Saarländischen Rundfunks, aber ein besonderer Tag. In diesem Augenblick wurde auf SR3 die Saarlandwelle aus der Taufe gehoben. 12 Stunden lang bis 18 Uhr bietet dieses UKW-Programm den Saarländern und ihren Nachbarn ein regionales Informationsprogramm mit Nachrichten, Reportagen, Kommentaren aus Politik und Kultur sowie viel Musik zur Unterhaltung. Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen auf SR3, der Saarlandwelle auf UKW, Kanal 28. Frequenzangabe gleich hinzu, das sind 95,5. Das Programm MHz. Auf SR1, so, Europawelle Saar, beginnt jetzt bereits um 5 Uhr statt bisher um 5.30 Uhr. Die Studiowelle SR2 sendet ab 8 Uhr ein vorrangig kulturelles Programm mit Musik von Pop über Jazz bis zu klassischen Werken. Heute Mittag 12 Uhr im großen Sendesaal auf Schloss Halberg die offizielle Geburtstagsfeier. Durch das 2-Stunden-Programm Treffpunkt Saarlandwelle führte Werner Zimmer. Eingeladen waren unter anderem Hörer, die für den Namen Saarlandwelle gestimmt hatten, und viele Prominente. Intendant Professor Rode wurde zu Einzelheiten der neuen Programmstruktur befragt. Sie haben sich Ihre Gedanken machen zu müssen, den musikalischen Gratulanten gehörten Cindy und Bert. Ingrid Peters. Ich bin mir nicht klar, drum denk ich, ich frage dich lieber. Ich habe das dumpfe Gefühl, du, ich hab mich verliebt. Die Geschwister Wendling. Und Linda Bergen. Landes- und Kommunalpolitiker sowie Persönlichkeiten aus dem kulturellen Leben gehörten zu den Gesprächspartnern der ersten Mittagssendung, bei der auch die beiden Reklametrommler der letzten Wochen nicht fehlen durften, der Ein und der Anna. Ja, Sie haben es gehört. Und viel Musik zur Unterhaltung. Musik wurde im Radio ja immer wichtiger und hat das Wort immer weiter verdrängt. Dabei war bei uns jahrzehntelang eine Radiosendung mit am besten eingeschaltet, in der überhaupt keine Musik lief. Fragen an den Autor. Eine der ältesten deutschsprachigen Büchersendungen mit einer bundesweiten Fangemeinde bis heute. 1969 ging sie das erste Mal auf Sendung. Zum Abschluss unseres Sellemalls heute nehmen wir Sie mit hinter die Fragen an den Autor-Kulissen. Viel Spaß im Jahr 1998 und wir sehen uns erst wieder in der Zukunft. Guten Morgen. Morgen. Ich störe Sie direkt am frühen Morgen. Warum kommen Sie denn hierher, um die Autorin abzuholen? Warum warten Sie nicht, bis sie zum Rundfunk kommt? Ach, wir machen das eigentlich jeden Sonntag so, dass wir die Leute selbst im Hotel abholen. Ich finde das persönlicher. Spart dem SR übrigens auch Geld. Wir sind ja ein armer Sender, muss man Taxikosten sparen.
haben ja sehr scharfe Kapitel gegen Kirche und Religion drin. Ja. Und das kann ich aus der Vergangenheit vollkommen nachvollziehen. Aber wie war das jetzt kürzlich mit dem Brief wegen der Abtreibung? Ich meine, ja, den die Bischöfe sofort weitergegeben haben und ja, sie ein paar, nehmen wir an, dass noch ein paar Leute wirklich dran glauben an das, mhm, und was und sich dran halten. 5 Minuten Zeit haben Sie noch. Welche Erwartungen haben Sie an die Sendung? Die Erwartung, ja, dass es interessant wird, denn es gibt sehr selten die Möglichkeit, eine ganze Stunde lang über ein neues Buch zu schreiben, zu sprechen, das man gerade geschrieben hat und wo man natürlich noch sehr viel zu sagen hat. Also es ist eine ganz außergewöhnliche Sache. Die Gedanken sind frei, so heißt es schon in einem Lied der bürgerlichen Revolution von 1848. Ich habe noch niemand getroffen, obwohl ich das seit vielen Jahren propagiere, der sich mindestens 10 Jahre älter macht. Man versucht immer, sich jünger zu machen. Vielleicht sowas wie Political Correctness, Common Sense, also so ein Gemeinsinn, der über allem drüber gestülpt ist. Sie können hier anrufen mit Fragen an die Autorin unter 0681 602 3456. Die Feiertagenanzahl soll nicht angetastet werden. Sie soll jeder als Urlaubstage bekommen. Und wenn dann jemand wirklich an Fronleichnam das dringende religiöse Gefühl hat, daheim bleiben zu müssen, dann kann er das bei seinem Vorgesetzten als Urlaubstag einreichen. Ich bin sowieso für ein ganz, ganz anderes Arbeitszeitmodell. Und das wäre eine 5-Stunden-Gesellschaft. Ich meine, die Arbeit wird immer weniger und wir müssen sie einfach verteilen. Es geht nicht anders. Esther Villar war das zu ihrem Buch Denkverbote, Tabus an der Jahrtausendwende, ein Buch aus dem Gustav Lübbe Verlag, Preis 34 Mark. Die Sendung ist vorbei. Eine Stunde lang reden, wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich so, als hätte ich nur 20 Minuten lang geredet. Das ist eine sehr interessante Sendung. Es vergeht wirklich so schnell und durch die Anrufe, die auch kommen, man ist sehr von sich selbst abgelenkt. Und sind Sie denn inspiriert worden durch die Anrufe oder vielleicht auch durch den Moderator? Ja, doch sehr. Doch sehr. Die ruhige Art zu befragen, die hilft einem natürlich sehr. Ich hatte kein Gefühl der Hektik, was man meist bei solchen Sachen hat. Ich wurde nicht unterbrochen in meinen Antworten, was fast nie vorkommt, was natürlich sehr angenehm ist, weil man ein bisschen länger sprechen kann über etwas. Ja, man hätte ja kein Buch geschrieben, wenn einem das Thema nicht am Herzen liegen würde. Das ist ja sehr viel Arbeit, Chauffeur spielen, moderieren, das Ganze redaktionell vorbereiten. Fühlen Sie sich jetzt nicht völlig ausgelaugt? Ich fühle mich schon ausgelaugt, aber es ist nicht nur die Ausbeutung, dass der Saarländische Rundfunk hier Sparmaßnahmen macht und eine Person alles machen lässt. Ich finde es auch schön, wenn man mal so ein Produkt von der Planung bis zur Endfertigung alles in der Hand hat. Und normalerweise mache ich ja nicht alles allein. Herr Kalfuß hat in der Vergangenheit 9 von 10 Sendungen moderiert. Dieses Jahr macht er noch jede zweite. Heute mache ich halt alles und Sie werden vielleicht Verständnis haben, dass ich jetzt auch ganz gerne mal essen gehen würde.